Luxusdinner für Papagei, Alexander Hermanns kurioser Gast. Leckere Gerichte für prominente Gäste zu zaubern, das ist für TV-Spitzengourmet Alexander Hermann, 46, nichts Außergewöhnliches. Der erfolgreiche Sternekoch, vor allem bekannt aus der Sat.1-Schotte-Taste, hat bereits so einige VIP-Geschmacksnerven glücklich gemacht und Promi-Bäuche gefüllt. Doch hatte auch schon den ein oder anderen tierischen Besucher bei sich im Restaurant, an eine gleichermaßen seltsame als auch rührende Begegnung erinnert er sich besonders gerne. Der Kunde ist König oder Vogel. Als ein Gast allen Ernstes einen Tisch für sich und seinen Papagei reservierte, wollte es der 46-Jährige erst gar nicht glauben. Er kam wirklich mit seinem großen Ara, der die ganze Zeit auf seiner Schulter saß, hatte auch noch ein riesiges Gestell für ihn mit und sie haben gemeinsam das Menü gegessen, erzählte der noch immer völlig verblüffte Bayer im Promiflash-Interview. Doch die enge Bindung zwischen Mensch und Tier faszinierte. Das war so schön anzuschauen. Aber natürlich auch hochkurios, lachte er. Auch eine Hundedame kam bereits in den Genuss, von erstklassigem Essen kosten zu dürfen, ganz ohne Herrchen und Modeschöpfer stattete Oxhire Terrier Desi dem Gastronomen einen Besuch ab. Desi saß also mit dem Chauffeur in meinem Restaurant am Tisch und beide haben meine Gerichte gegessen, erinnerte er sich. Wer den Fernsehkoch selbst einmal in Aktion sehen will, ist mit seinem Programm Alexander Hermann Live die Koch-Late-Night-Show seit Januar 2018 deutschlandweit auf Tour.